Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es weiter mit der Reaction auf das Video Deutschland im Ernstfall, wie sicher ist unsere Energieversorgung? Wahrscheinlich werden wir das in insgesamt 3 Videos besprechen, also das ist das mittlere davon. Im ersten haben wir eine Viertelstunde von einer Dreiviertelstunde Reportage geschafft, während ich nochmal doppelt so viel extra drauf kommentiert habe. Also das Verhältnis 2/3, die ich dazu zu sagen habe, 1/3 eigentliche Doku, deutet auch darauf hin, dass ich nicht mit allem, was da gezeigt und besprochen wird, völlig einverstanden bin oder das ein bisschen einordnenswert finde, gerade wenn es um kritische Infrastruktur in der Energieversorgung geht. Könnt ihr euch ja auch vorstellen, warum. Aber um jetzt nicht so viel Zeit zu verschwenden, wir legen mal direkt wieder los. Ich bin jetzt gerade im werdenden Kinderzimmer im Homeoffice. Mal gucken, ob das hier zu viel halt. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber ansonsten geht's dann jetzt einfach mal los. Ungefähr hier an dieser Stelle haben wir das letzte Mal abgebrochen. Schließen kann man einen Blackout jedoch nicht, sagt Manuel Artuk von der Arbeitsgruppe Kritis. Kann ich unterbrechen. Manuel Artuk, bekannt im Kontext des Chaos Computer Clubs als Honkhase, da auch auf Social Media verfolgbar, hat sich schon sehr, sehr lange mit kritischer Infrastruktur beschäftigt und ist eben auch in dieser bundesweiten AG Kritis, gehört zu den bekanntesten und auch aussagekräftigsten Experten zu diesen Themen. Von kritischen Infrastrukturen verbessern. Eine 100% Sicherheit gibt es nicht. Und es kann immer eine Verkettung von Ereignissen passieren, die zu einem Blackout führen könnten. Stand heute ist es aber so, Panik ist definitiv nicht angebracht. Ein Blackout ist wirklich sehr unwahrscheinlich, aber man sollte sich vorbereiten auf mögliche Stromausfälle jeglicher Art, die aus welchen Gründen auch immer entstehen können. Meine Spurensuche führt mich in den Schwarzwald, in die Nähe des Schluchsees. Strom ist so wichtig für uns, dass es Zusatzsysteme gibt. Sie sollen das Netz stabilisieren, damit selbst kurze Stromausfälle gar nicht erst entstehen. Super. Also ich habe mich am Anfang lange darüber aufgeregt, dass es immer so dargestellt würde wie, wir sind kurz vorm Blackout. Das hat der Manuel ja darauf hingewiesen, also der Blackout als bundesweiter Krisenfall ist unfassbar unwahrscheinlich. Aber dass es regional, lokal zu Abschaltungen kommen kann, ist allein schon, wie im ersten Video auch erklärt, durch vor allem Unfälle anderer, fremder, dritter Verursacher praktisch erstmal nicht unwahrscheinlich. Typisches Beispiel eben der Bagger, der durch das Kabel durchgeht. Aber natürlich auch schlimmstenfalls, dass irgendwann vielleicht doch an einzelnen Stellen Netzengpässe nicht ausgeräumt werden konnten. Dafür haben wir aber ganz viele Werkzeuge bei den Netzbetreibern und ich denke mal, hier werden wir dann drauf auch gleich anspielen, dass eben zum Beispiel im Kontext des Redispatch 2.0, im Kontext der Regelenergie und anderer Reservekraftwerke hier doch einiges den Netzbetreibern zur Verfügung steht, um den schlimmsten Fall zu verhindern. Verhindern sollen das unter anderem Pumpspeicherwerke. Sie können den Energiebedarf ausbalancieren und entweder Strom produzieren oder aber speichern. Damit sind sie ein wichtiges Backup-System, sogar bei einem Blackout. Das gucke ich mir genauer an. Ich bin mit Martin Heinmann verabredet, dem Leiter der Erzeugung bei den Schluchseewerken. Er kümmert sich um deren 5 Pumpspeicherkraftwerke. Für uns geht es ins Kavernenwerk Wehr. Über 1 Kilometer in den Berg hinein. Die Anlage ist gigantisch. 4 riesige Pumpen bewegen gewaltige Wassermassen von einem tiefer gelegenen in ein höher gelegenes Becken. Genau, also Pumpspeicherkraftwerke sind ja der Klassiker schlechthin. Wir haben diese Speichertechnologie seit Jahrzehnten. Und bietet sich natürlich ganz, ganz logisch an. Wir haben entweder einen Fluss, der unten vorbeifließt. An dem sind Pumpen dran und hier wird dann Wasser einfach hoch in den See hochgepumpt. Dabei wird Strom verbraucht. Also wenn wir einen Überfluss an Strom haben kann, der in diesem Moment durch die Aktivierung der Pumpen, durch den Betrieb der Pumpen abgenommen werden, dann wird Strom verbraucht, der vorher zu viel gewesen wäre. Und andersherum, wenn oben eben das Wasser in diesem See gespeichert ist, gelagert ist, dann hat es eine
potenzielle Energie aufgrund seiner Höhenlage, ne, die Gravitation, also die Erdanziehungskraft will es ja eigentlich nach unten ziehen. Oben ist es jetzt gelegen. Sobald ich jetzt oben die Schleusen öffne, zieht die Erdanziehung es natürlich nach unten. Und wenn da dann Turbinen zum Beispiel liegen, werden die auf jeden Fall sehr, sehr stark angetrieben. Und mit den Turbinen kann ich wiederum einen Generator antreiben und damit dann schlussendlich auch wieder Strom erzeugen. Also je nachdem, ob ich das Wasser hochpumpe, ist es dann Stromverbrauch extra. Oder wenn ich das Wasser durchfließen lasse nach unten, dann ist es die Stromerzeugung extra. Daher sind Pumpspeicherkraftwerke eben doch für beide Richtungen super Möglichkeiten, aber eben auch endlich. Ne? Also wenn das Wasser oben vollgelaufen ist, kann ich nicht mehr verbrauchen. Wenn das Wasser oben leer ist, kann ich keinen Strom erzeugen. Ja, das ist dann natürlich auch, wie auch bei Batterien anderer Natur, das Dilemma, dass wir hier die Skalierung ja irgendwie weiter angehen müssten, aber wir haben keine weiteren großartigen Bauplätze für Pumpspeicherkraftwerke. So wird Strom gespeichert oder, wenn das Wasser wieder zurückfließt, erzeugt. Jede Maschine dieser Art wechselt im Jahr ungefähr 5000 Mal die Betriebsart. Wir hören jetzt gerade so einen Gong und der Gong ist für uns, für die Mannschaft immer ein Zeichen, dass jetzt ein automatischer Betriebsartenwechsel kommt. Und das heißt, im Moment ist also mehr Bedarf für Strom, deswegen wird eine zweite dazu angefahren. Durch Schleusen des Oberbeckens strömt Wasser auf eine Turbine. Die treibt einen Generator an, der Strom produziert. Wenn Sie also morgens Ihre Kaffeemaschine anschalten, kann das sein, dass das der Moment ist, dass wir hier die Maschine dazuschalten. Das Kraftwerk gleicht also unseren schwankenden Strombedarf aus, indem es Energie produziert oder speichert. Martin Heinmann zeigt mir die Schaltzentrale. Von hier aus behält das Team den Überblick. Wie lange vorab wissen Sie, wie viel Strom benötigt wird? Wir wissen das eigentlich überhaupt nicht im Voraus, weil wir für den Moment produzieren. Wir produzieren. Das ist auch so eine ganz, ganz wichtige Aussage, die mal wirklich auch verstanden werden muss. Die Energiewirtschaft, in der wir uns ja größtenteils bewegen, ne, über die ich auch aufkläre mit diesem YouTube-Kanal, ist nun mal virtuell. Ja, also in der dreht es sich um eine, ich habe es kürzlich in einem YouTube-Kanal so formuliert, in einem YouTube-Kommentar so formuliert, wir drehen uns hier in einer Zauberwelt, die recht wenig mit der echten, konkreten Energietechnik zu tun hat, mit Stromflüssen und Co. Wir prognostizieren über den Daumen gepeilt, was wann wo verbraucht wird und was wann wo erzeugt wird, anhand von Handelsprodukten, die die Erzeuger zum Beispiel anbieten und anhand von Energieportfolio-Befüllungen, die die Versorger dann wiederum im Ankauf der Energie an der Börse und Co. so ansetzen. Wir tauschen darüber dann so Zeitreihen aus, die ihm sagen, an dem Tag werde ich wahrscheinlich so und so viel Strom brauchen in meinem Portfolio und so weiter und so fort. Ne? Also das wird alles schön gemacht. Aber das ist dann eben nur die über den Daumen gepeilte Annahme, die ich mache als Energiewirtschaftler. In der Realität habe ich überhaupt gar keine Ahnung davon, ob die Leute jetzt gerade ihren Toaster anstellen und gleichzeitig die Kaffeemaschine anstellen oder eben nicht. Und deswegen echte, reale Stromflüsse auch fließen müssen oder eben nicht. Das ist dann eben die Seite der Energietechnik, die durch, ich sag mal, die Energiewirtschaft so gewisse Prognoseansätze dann auch bekommt. Kleine Frage, aber die Energiewirtschaft kann keine Echtzeitdaten, keine echten Erkenntnisse liefern, außer eben, sag mal, bei den Industriekunden, die eine Fernauslesung haben und dann irgendwann, wenn wir Smart Metering stärker verteilt haben, dass wir dann vielleicht wirklich so Echtzeit-Fernauslesungen auch bei vielen, vielen Kunden machen können und auch Erzeugungsanlagen machen können, dann ist es mal vielleicht was anderes. Aber heute können wir eigentlich nur so eine ganz grobe Prognose liefern und der Rest ist dann das Hoffen, dass die Realität nicht allzu sehr davon abweicht. Da sie aber immer ein bisschen abweicht, manche verbrauchen mehr, andere verbrauchen weniger, gleicht es sich zwar im Großen und Ganzen aus, aber in letzter Konsequenz brauchen wir dann eben doch die zum Beispiel Regelenergieanlagen, die wie so ein Pumpspeicherkraftwerk dann im wichtigen und richtigen Moment hochfahren können oder runterfahren können, um das Stromnetz auszugleichen. Ja, aber es ist eben wichtig, wie auch gerade angedeutet hat, eigentlich hat die Energietechnik gar keine echte Ahnung davon, wann wie viel Strom wann, wo genau gebraucht wird. Wir haben nur eine ungefähre, über den Daumen gepeilte, ins Blaue geratene Prognosegrundlage, die aber bisher weitestgehend noch ausgereicht hat. Aber eben nicht für die Zukunft reicht. Für die
Abweichungen für die Planungsungenauigkeiten, wenn der Wind nicht ganz so weht wie prognostiziert, dann muss der Strom ja trotzdem irgendwo herkommen. Mhm. Oder wenn etwas mehr Sonne scheint als eigentlich erwartet und zu viel Strom da ist, dann können wir das dann verpumpen und diesen Strom dann speichern. Können Sie? Ist auch super, dass er beide Richtungen nochmal benannt hat. Ich hatte kurz die Sorge, dass er nur von zu wenig Wind redet. Das Dilemma ist nun mal, wie auch im ersten Video, glaube ich, mehrfach betont, es geht nie darum, so viel Strom wie nur möglich zu produzieren. Es geht darum, die richtige Menge Strom zu produzieren, die jetzt gerade nachgefragt wird. Wir wissen ja aber gar nicht, wie viel wirklich nachgefragt wird. Also ist es immer so eine Hoffnung, möglichst nah dran zu liegen. Aber effizient in die richtige Richtung dann regeln können wir eben nur mit sehr, sehr schnell hoch- und runterfahrbaren Anlagen. Das sind dann Wind und Solar, die man nämlich einfach abschalten könnte aus der Überproduktion. Pumpspeicherkraftwerke, die eben zum Beispiel flexibel reagieren können, Biomasse, Biogasanlagen, die flexibel reagieren können und so weiter. Und Akkus natürlich, Batterien, die noch reagieren können. Aber das ist eben genau das Dilemma. Es wird immer davon geredet, dass irgendwie wir Kraftwerke nicht abschalten sollen, alle Kraftwerke anlassen. Nee, ist umso schlechter. Dann produzieren wir zu viel, weil die eben auch gar nicht regelbar sind. Wir brauchen die richtige Menge. Und deswegen brauchen wir zum Beispiel auch immer noch natürlich Pumpspeicherkraftwerke, weil die sehr flexibel in beide Richtungen reagieren können. Denn eigentlich auch mit Hilfe solcher Kurven dann vorab schon sehen, wenn es irgendwie unruhig wird im Netz? Wenn jetzt diese Kurve in den nächsten Sekunden, wir sehen ja, wie die live immer voranwächst, und ja, die würde auf einmal jetzt steiler nach unten gehen, dann wäre das schon ein Zeichen, dass irgendwas Besonderes ist. Dann müssten weitere Maschinen im Pumpspeicherwerk zugeschaltet werden, damit unser Netz stabil bleibt. Also, ein Stromausfall aufgrund einzelner Sabotageakte ist denkbar, wäre aber vermutlich räumlich und zeitlich begrenzt und damit kein Blackout. Genau, das hatte ich ja im ersten Video auch mal erwähnt. Es müsste also wirklich flächendeckend, bundesweit, wenn nicht sogar europaweit, an vielen auch zentralen Stellen des Stromnetzes Schaden angerichtet werden, an mehreren, an vielen Umspannwerken gleichzeitig und wahrscheinlich auch noch an vielen schwarzstartfähigen Kraftwerken gleichzeitig, um dann eben auch das Wiederhochfahren der Anlagen weiter zu verhindern. Dann würde die Menschheit zurück in die vorelektrisierte Zeit katapultiert werden. Aber wenn man tatsächlich jetzt nur sagt, ja, der einzelne Verrückte greift ein Umspannwerk an, dann gibt es in dem Moment in der Stadt, in dem Landkreis auf jeden Fall einen Stromausfall, keine Frage. Aber das Netz ist nun mal so redundant ausgelegt, dass wir nach einiger Zeit die Schäden beheben könnten oder isolieren könnten und das restliche Netz wieder hochfahren kann. Das ist auf jeden Fall erstmal der Status quo. Nur der absolute Untergang, der terroristische, übermäßige Angriff, der könnte ernsthaften Schaden mit sich bringen. Oder ein kompletter Kriegsausbruch, der könnte eben dafür sorgen, mit flächendeckenden Angriffen. Aber alles andere, auch externe an Angriffen, ist immer nur regional zu befürchten. Heißt halt aber auch, die große Gefahr für den Blackout, die ist eben überhaupt nicht so greifbar. Die wird immer hergeredet. Flatterstrom und Dunkelflaute und so weiter. Als hätten wir nicht tausende Menschen, die in dieser Branche nichts anderes machen, als den lieben langen Tag zu schauen, die richtige Menge Strom zum richtigen Moment an die richtige Stelle zu bringen. Also, wir haben da ja auch diverse Werkzeuge. So ist es ja nun nicht. Blackout wird es nicht geben. Und wir werden auch in kein System rutschen, in dem es wahrscheinlicher wird, dass der Blackout kommt. Die erneuerbaren Energien, die eben dann doch sehr von Naturvoraussetzungen abhängig sind, was sie eben an Strom produzieren können, die werden eben tatsächlich in einer derartigen Überproduktion dann dastehen, dass wir, wenn sie produzieren, wegspeichern können und wenn sie jetzt nicht mehr produzieren, dass sie dann eben aus den Speichern wiederum den Strombedarf liefern könnten, plus Laufwasserkraftwerke und Biomasse und vielleicht der weggespeicherte Wasserstoff und so weiter, die werden es dann auch noch sein. Die haben wir dann ja trotzdem noch.
echter Blackout, also ein unangekündigter, langanhaltender, flächendeckender Stromausfall durch Netzüberlastung, ist ebenfalls unwahrscheinlich. Genau. Vorher würden einzelne Industriebetriebe oder Regionen für kurze Zeit kontrolliert vom Netz genommen. Das wäre dann der Brownout. Wobei man auch sagen muss, vor dem Brownout käme noch da ein Begriff, der vor 5, 6 Jahren als der Trendbegriff schlechthin in Energiewende und Energiewirtschaft gehandelt wurde, nämlich das Lastmanagement. Der Begriff ist mittlerweile so ein bisschen in die Vergessenheit fast schon geraten, nachdem dann Sektorkopplung das große Thema wurde. Lastmanagement bedeutet schlussendlich, dass wir auch Verträge mit Verbrauchern haben, mit industriellen Verbrauchern haben, wo dann geregelt ist, wir dürfen bei euch Anlagen um ein paar Prozent zum Beispiel mal runterdrosseln, wenn wir das für das Stromnetz gerade brauchen. Also wenn wir jetzt eine Knappheit hätten, die ist aber nur geringfügig oder auch die spürbar, dann könnten wir bei euch den Verbrauch von eben 100% auf 95% drosseln. Ihr kriegt dafür dann Geld, ne? Für euren Produktionsausfall kriegt ihr Geld. Und dafür haben wir das Stromnetz sofort stabilisiert. Und dieses Lastmanagement ist dann doch nochmal so, gerade bei ganz großen Verbrauchern, eine super Möglichkeit, um eben diese Lasten zu managen, also hoch und runter zu regeln im richtigen Moment, um eben leichte Abweichungen schon abgreifen zu können. Und würde das alles nicht reichen, kann eben tatsächlich der Netzbetreiber sagen, auf Grundlage seiner Netzsteuerung, jetzt ist es doch notwendig, hier mal einzelne Bereiche komplett vom Netz zu nehmen, der Brownout. Aber auch das ist schon eine absolute Eskalationsstufe, die wir äußerst unwahrscheinlich nur erreichen werden. Wie ist es mit unserem dritten Szenario? Wie gefährdet sind wir durch einen Cyberangriff? Hm. Kritische Infrastruktur kann mit Schadsoftware attackiert werden, auch Kraftwerke. Und zwar direkt im Herzstück, dem Kontrollzentrum. Die Angreifer spionieren die Schwachstellen meist über Monate aus. Wenn sie dann zuschlagen, könnte von jetzt auf gleich alles runterfahren. Also ich möchte dazu aber auch nochmal sagen, das ist jetzt halt immer so schnell hier dahingeredet. Im Regelfall sind die zentralen Steuereinheiten der Netze nicht mit dem Internet verbunden, sondern eben in abgesicherten, separaten Netzen, also IT-Netzen. Dennoch haben wir mindestens die menschliche Schwachstelle, dass jemand vielleicht dann doch irgendwie seine Daten, seine Zugangsdaten oder was auch immer für Verbindungsinformationen irgendwo rumliegen hat oder jemanden mal dann doch aus Versehen mitgeteilt hat oder Infos einfach, die besser geheim geblieben wären, jemanden mitgeteilt hat, und dann können diejenigen, die Schaden anrichten wollen, das Puzzlestück langsam ans nächste dranlegen, um so nach und nach ein Bild davon zu kriegen, wie man hier vielleicht doch angreifen könnte. Und es ist ja nun tatsächlich so, dass ein paar Stadtwerke zumindest so ihre Servicebereiche, Kundenservice, Kundenportale und so weiter in den letzten Jahren immer mal stilllegen mussten aufgrund von Angriffen. So wie auch Stadtverwaltungen zum Beispiel angegriffen worden sind und dann eben beispielsweise Bürgeranträge nicht mehr beoutet werden konnten. Aber in diese nächsten Layer, also diese nächste Ebene der kritischen Infrastruktur reinzukommen, ist im Regelfall von außen ganz, ganz, ganz schwierig nur zu realisieren, weil diese eben nicht mit dem offenen Internet verbunden sind. Stromausfall. Sebastian Breu im Lernlabor für Cybersicherheit des Fraunhofer Instituts Focus geht mit mir solch ein Szenario durch. Wie kann denn so ein Angriff überhaupt passieren? In unserem Szenario war jetzt der Angriff über Social Engineering. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine E-Mail bekommen, die angeblich vom Chef oder von der Chefin war, habe da drauf geklickt und gesagt, alles kein Problem, und dann auf einmal war es doch ein Problem. Genau, dann waren die Cyberkriminellen erstmal im Netzwerk und sind dann auf den Techniker-Arbeitsplatz gekommen und haben dann über diesen die Pumpensteuerung manipuliert, und dadurch hat sich das Kraftwerk quasi selbst abgeschalten. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht das Einfachste. Was er jetzt gerade besprochen hat, kann man sich natürlich prinzipiell schon vorstellen. Aber ich glaube, wer sich mit kritischer Infrastruktur auseinandersetzt, ist geschult genug, E-Mails zu verstehen. Und eine E-Mail, die vom Chef kommt mit einem Anhang, der eine ausführbare Datei beinhaltet, dann eben nicht einfach so zu öffnen. In der Vergangenheit war das, sagen wir mal, auch noch vergleichsweise offensichtlich, ne? Dann musste da praktisch die virus.exe im Anhang der E-Mail sein, dann mit den
Office-Makros, ne, dann, dass da halt meinetwegen eine Word-Datei ist, wo dann erst noch so dieser gelbe Streifen sich öffnet, wo dann gesagt wird, Sie müssten es erst freigeben, damit jetzt hier die ausführbaren Dateien ausgeführt werden. Spätestens dann sollte man sagen, nee, das mache ich einfach nicht. Und wenn doch, ja, dann ist man wirklich selbst schuld und dann muss man natürlich auch dafür haften, was man hier anrichtet. Weil im voranschreitenden 21. Jahrhundert gibt es ehrlich gesagt keine Entschuldigung mehr dafür, auf offensichtliche gefälschte E-Mails und Anhänge reinzufallen. Weil im Zweifel ist jede E-Mail erstmal verdächtig. Und wenn ich nicht hundertprozentig mir sicher sein kann, dass die wirklich vom richtigen Absender kommt, dann öffne ich sowieso keine Anhänge. Und wenn ein Anhang in einem unerwarteten, weil ausführbaren Format ist, ne, dann werde ich den auch nicht einfach so öffnen, sondern mir erstmal überlegen, hat das einen Sinn? So, und zugegebenermaßen, wenn der jetzt in einem mit dem Internet verbundenen Rechner dann geöffnet wurde, hat er ja gerade gesagt, ja gut, dann ist der an den Techniker Zugang gekommen. Ja, aber wie? Weil diese sind normalerweise eben wirklich nicht im direkt selben Netzwerk. Also ich finde es schon richtig, das zu erforschen, aber es ist ja jetzt schon eine zweite Ebene von menschlichen Fehlern dann hier angenommen, die praktisch dann auch das zweite Netz betrifft. Immer wieder wird vor einem solchen Szenario gewarnt. Schließlich würden sich die Folgen einer Cyberattacke ja nicht auf das Kraftwerk beschränken. Auch die angeschlossenen Haushalte wären betroffen. Denken wir das mal weiter. In diesem Fall ist es ja nun leider dazu gekommen, der Angriff war erfolgreich, das Kraftwerk ist runtergefahren, regional gibt es keinen Strom mehr. Bleibt es dabei? Wenn wir Glück haben, bleibt es dabei. Wenn wir Pech haben, kann es dazu führen, dass durch Netzüberlastung natürlich andere Kraftwerke mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Und wenn dann mehrere dieser Kraftwerke ausfallen, kann es dazu führen, dass überregional natürlich auch der Strom ausfällt und dann noch mehr Bürgerinnen und Bürger davon betroffen sind. Tatsächlich ist ein Cyberangriff von unseren drei Szenarien das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für einen Blackout. Ein Stromausfall in diesen Dimensionen gab es bisher aber noch nicht. Trotzdem, wir sollten vorbereitet sein. Daher. Es mag nach der Idee jetzt das Wahrscheinlichste sein, dass der Cyberangriff kommt, weil natürlich auch Cyber, Hashtag Neuland irgendwie so das Neue ist. Wo viele Leute kein Verständnis für haben, wie das funktioniert und wie auch hier Sicherheit grundsätzlich zu denken ist. Gleichzeitig ist es halt in so einer Form natürlich noch überhaupt nicht passiert, weil eben du als jemand, der kritische Infrastruktur betreibst, dich auch andere Voraussetzungen schaffen musst, um dein Unternehmen so führen zu dürfen. Also da kommt ja dann auch dann schlussendlich der Gesetzgeber oder die Behörde, in dem Fall das BSI, kommt ja vorbei, im schlimmsten Fall. Oder Auditoren kommen zum Beispiel vorbei und sagen eben, okay, wie seid ihr hier aufgestellt? Zeigt uns das mal alles. Wir gucken auch mal überall rein in die Hardware, in die Standorte, in das Qualitätsmanagement und in weitere Sicherheitsmanagement-Aspekte und so weiter und so fort. Wo man gleichzeitig auch sagen muss, es ist halt in Deutschland trotzdem auch viel Bürokratie. Und so ernsthaftes Absichern von Netzwerken ist augenscheinlich immer erst der zweite Schritt. Hauptsache Bürokratie, Hauptsache Siegel, Hauptsache Qualitätsaudit. Aber ja, wie Sie es auch sagen, es ist ja noch gar nicht passiert. Und wie ich schon betont habe, wenn man so die Grundregeln des Umgangs mit kritischer Infrastruktur beachtet, dann ist es halt auch im Zweifel nicht so besonders wahrscheinlich, dass das in dieser Form kommt. Oder zumindest große Schäden anrichten könnte. Dass einzelne Akteure vielleicht auch einfach richtig viele menschliche Fehler begangen haben, um dann Schwachstellen zu schaffen, das kann auch jederzeit passieren. Bestenfalls aber nur bei einem einzelnen Windpark, der dann halt ausfällt. Mehr aber auch nicht. Na, das wäre auf jeden Fall wünschenswert und hoffenswert und ist auch, denke ich, die Richtung, in die ich hier erstmal denken würde. Nur mal angenommen. Der Blackout wäre wirklich eingetreten. Wie kämen wir dann wieder an Strom? Dafür schaue ich mich im Pumpspeicherwerk am Schluchsee weiter um. Denn das ist eine von 174 Anlagen in Deutschland, die ohne Energie von außen den Betrieb wieder aufnehmen kann. Mit einem Schwarzstart. Für den Schwarzstartteil interessieren uns diese beiden Anlagen. Und die können
aus dem Nichts heraus Strom produzieren, das ganze Kraftwerk versorgen und von da aus kann es dann weitergehen. Geübt wird über die Fernsteuerung. Im Ernstfall geht's per Knopfdruck. Diese Maschine öffnet jetzt, wir hören schon erste Geräusche, öffnet jetzt ihren großen Wasserhahn. Man hört es im Wesentlichen. Wollte ich gerade sagen, ist laut jetzt. Damit haben wir schon den ersten Flugzeug Moment. Ja, genau so ist das. Im Grunde genommen ist das der Schwarzstart dieser Hausmaschine. Das heißt, mit diesem Strom könnten dann die großen Turbinen angeschmissen werden. Mit diesem können wir uns jetzt sehr lange versorgen. 10 Stunden hat man hier nun Zeit und genug Strom, Schritt für Schritt auch anderen Kraftwerken zu helfen, wieder in Gang zu kommen. Damit ist diese Anlage eine von 26 in Deutschland, die für den Netzwiederaufbau unentbehrlich sind. Wie lange der andauern könnte, kann keiner genau sagen. Und so lange wären wir ohne Strom. Also ein großes Dilemma, an das man ja auch immer im ersten Moment nicht so direkt denkt, ist ja, dass wenn der Strom weg ist, wir in einer so digitalisierten Welt und so elektrisierten und elektronisierten Welt auch einfach ganz viele andere Anwendungen, also alle möglichen Anwendungen, nicht mehr funktionieren, weil ja kein Strom mehr da ist. Bis hin zur Wasserversorgung, weil Pumpen nicht mehr funktionieren. Und Mobilfunknetze werden im Zweifel ausfallen und die Internetverbindung ist weg und viele Wärmeanlagen werden ausfallen und. Ne? Also im Horrorszenario des flächendeckenden Blackout bricht die Zivilisation zusammen, muss man natürlich auch sagen. Deswegen kümmern sich, wie erwähnt, Tausende und Abertausende Menschen darum, tagtäglich das Netz zu stabilisieren, die Erzeugung zu stabilisieren, den Verbrauch zu stabilisieren, möglichst viele Daten zusammenzutragen, auszurechnen und die richtigen Aktionen dann durchzuführen. Und wenn wir denn auch unsere diversen Werkzeuge wie die Regelenergie, wie den Redispatch und so weiter richtig einsetzen, verschiedene Reserven immer noch in der Hinterhand haben, dann passiert auch ziemlich sicher erstmal nichts allzu Dramatisches. Tauchen wir doch mal ein in ein fiktives Blackout-Szenario und nehmen an, eine ganze Region hätte plötzlich keinen Strom mehr. Was würde passieren? Fern- und Nahverkehr brechen zusammen. Stimmt. Fahrstühle bleiben stecken. Automatische Türen öffnen oder schließen nicht mehr. Bankautomaten spucken kein Geld aus und Tankstellen müssen den Betrieb einstellen. Es drohen Engpässe bei der Versorgung mit Lebensmitteln oder Trinkwasser. Und das sind nur ein paar Beispiele dafür, was alles passieren könnte. Ob es am Ende so kommen wird, hängt auch ganz entscheidend davon ab, wie gut wir vorbereitet sind. Hier im Landratsamt Meißen hat man entsprechende Pläne für den Notfall entwickelt. So, ich musste kurz unterbrechen, aber jetzt bin ich auch schon wieder hier. Treffe ich Ronald Vogt. Er ist der Katastrophenschutzleiter des Landkreises Meißen. Gute Vorbereitung für den Ernstfall ist ihm wichtig. Selbstverständlich ist das nicht. Das heißt, das hier wäre das Zentrum sozusagen. Genau, das ist unser Führungsanlagezentrum Katastrophenschutz. Hier sind die Krisenmanager im Katastrophenfall. Sie haben ja jetzt. Ich bin ja selbst Thüringer. Also wenn ich nicht aktiv versuche, Hochdeutsch zu sprechen, dann komme ich ja auch in meinen ostdeutschen Slang. Aber ich finde es immer so großartig, wenn die Sachsen und die Sachsen-Anhaltiner vor allem auch einfach genauso sprechen, wie man sich vorstellt, dass sie sprechen würden. Auch investiert da rein, zu sagen, wir wollen uns besser aufstellen für den Fall der Fälle. Warum? Wenn man sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, sage ich immer, findet man seine Leichen im Keller. Alles, was im Krisenmanagement schief geht, wenn man ehrlich ist, ist immer ein Problem der Kommunikation. Das, was der Landkreis Meißen investiert und dieses System beschafft, dass uns das zukünftig nicht mehr passiert. Laptop, Antenne und Funkmodem. Ein mobiles Kommunikationssystem, das 8 Stunden lang autark funktioniert. Für wen sind diese Koffer gedacht? Diese Koffer sind für unsere kommunalen Krisenstäbe. Das heißt, 8 Stunden autark funktioniert ist ja
Eine interessante Zeitangabe, weil wir jetzt dann doch langsam in eine Zeit kommen, in der wir relativ viele Photovoltaikanlagen haben und bestenfalls auch Anlagen haben, die über vor allem, also man muss es meistens nämlich mit so Schaltern praktisch dann abtrennen können, die dann auch ohne externes Netz funktionieren. Also dass man entweder sowieso in seinem Akku noch Strom hat oder dass PV und Akku miteinander einfach funktionieren würden. Es ist aber so, dass auch viele Anlagen, die den Netzwiderstand wollen, ne? Also spüren wollen, dass das Stromnetz angeschlossen ist und sonst nicht so richtig funktionieren, also dass die Wechselrichter sonst zum Beispiel nicht richtig den Strom dann auch liefern. Aber wenn wir jetzt da doch in einer Zeit sind, in der wir relativ viele PV-Anlagen haben, sind 8 Stunden zum Überbrücken durchaus ja gar nicht mal schlecht, weil man dann ja doch schon abends in den Betrieb gehen kann und es dann sicherlich nicht bis ganz früh reichen würde. Aber insofern ja vielleicht dann doch der Speicher immer noch da wäre, der dann über die restliche Zeit retten könnte. Und wir damit ja dann doch zumindest dezentral immer wieder viele Stromquellen haben könnten, ne? Wenn die jeweils darauf ausgerichtet sind, auch ohne Widerstand aus dem Stromnetz zu funktionieren. Das ist dann immer noch mal so ein bisschen abzuklären, aber 8 Stunden ist schon mal nicht schlecht. Das Rathaus bei uns im Landkreis Meißen hat so einen Koffer, mit dem wir kommunizieren können. Ein Koffer, 12.000 Euro. Bei 13 Koffern eine hohe Summe, die nicht jeder Landkreis investiert. Aber es hört sich so ein bisschen so an, wie ein funktionierender Katastrophenschutz ist auch so ein bisschen Glücksspiel, je nachdem, wo ich wohne, wie engagiert vielleicht Leute sind und sagen, komm, wir investieren in ein neues System. Man muss nämlich natürlich auch sagen, wir gehen jetzt ein bisschen weg von der Energieversorgung, aber das Erreichen der Bevölkerung ist ja dann eine riesige Herausforderung, weil man ja eben keinen Strom überall hat. Also wie will man Leute ansprechen? Also wie kann man über Mobilfunk zum Beispiel keine Signale abgeben? Wie kann man über Funk sonst irgendjemanden erreichen? Sind vielleicht Sirenen teilweise auch lautsprecherfähig und wie können die angesteuert werden? Ne? Es ist mega kompliziert. Fernseher funktionieren nicht, Internet funktioniert nicht, Radios funktionieren im Regelfall auch nicht. Also wird das wirklich, wirklich schwierig, dann die Bevölkerung noch zu erreichen, weil ja natürlich auch im schlimmsten Fall das Herumfahren mit einem Lautsprecherwagen auch ein Dilemma ist, weil man gar nicht die Benzinvorräte, Dieselvorräte irgendwo hätte. Also das ist tatsächlich eine komplexe Herausforderung, der wir uns auch alle irgendwie stellen müssen und jeder auch für sich gewissermaßen dezentrale Lösungen haben sollte, wie man mit dem maximalen Katastrophenfall umgeht. Aber eben nicht so, dass wir davon ausgehen, dass es morgen passiert, sondern einfach nur eine Idee davon hätten, was tun wir, was sind die 10 Schritte, die ich mache, wenn diese Katastrophe eintritt. Ne? Wie reagiere ich dann, wie kann ich dann mich, meine Familie, mein Umfeld möglichst sicher erstmal weiter navigieren lassen. Das ist ein föderalistisches System und es liegt in der Hand der Landkreise, wie sie sich im Katastrophenschutz aufstellen. Die Länder müssen diesen Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz dann vornehmen. 16 Länder, 16 verschiedene Arten, jeder für sich selbst, länderübergreifend eher schwierig bis gar nicht. Da fängt es schon an mit einem Wimmelbild der Verantwortungsdiffusion. Wer ist verantwortlich im Krisenfall? Der Bund schaltet sich nur im Kriegsfall ein oder wenn große Teile der Republik betroffen sind. Die eigentliche Verantwortung liegt bei den Bundesländern, die, wenn mehrere Kreise und Städte betroffen sind, die Koordination übernehmen. Ansonsten sind die Landkreise und Städte für sich selbst verantwortlich. So wie der Landkreis Meißen kann jeder Maßnahmen treffen. Muss es aber nicht. Viele Landkreise und Städte haben oft weder ausreichend Personal noch Notfallpläne. In Meißen aber, so erfahre ich, ist man krisenerprobt und weiß, wie wichtig gute Vorbereitung ist. Einmal im Vierteljahr übt der Krisenstab verschiedene Szenarien. So gut gerüstet wie Meißen sind längst nicht alle Kommunen. Oft gibt es nicht einmal ausreichend Notstromaggregate. Und wenn doch, laufen sie nicht ewig. Einordnen kann das Michael Wiesner von der AG Kritis. Langfristiger Stromausfall bedeutet, wir kommen auch nicht mehr an Benzin, wir kommen nicht mehr an Diesel. Die Treibstoffversorgung ist in der Regel dann auch unterbrochen, weil einfach die Pumpen nicht mehr funktionieren.
Das heißt, da müsste mit Hochdruck geschaut werden, dass eben Treibstoff wieder bevorratet wird. Aber auch das wird nie dafür ausreichen, dass man mehrere Wochen mit Strom versorgt ist. Was wäre die Lösung? Notstromaggregate für Tankstellen? Manche haben aufgerüstet, andere nicht. Eine einheitliche Regelung fehlt. Besonders problematisch ist unser Szenario für Krankenhäuser. Schließlich wird die Patientenversorgung bei einem Stromausfall sehr schnell kritisch. Genau, Notstromaggregate sind auch so eine interessante Geschichte. Die PV-Anlage mit der Batterie dann im Speicher ist so eine Sache. Kann, wie gesagt, in einem Einfamilienhaus-Segment, Mehrfamilienhaus-Segment kann das womöglich reichen für die Verbräuche. Wenn wir aber deutlich höheren und teilweise auch drastisch hohen Verbrauch, wie zum Beispiel mit verschiedenen Maschinen in einem Krankenhaus haben, kann das in Zweifel nicht ausreichen. Dann haben wir teilweise dann sowas wie Redox-Flow-Batterien im Einsatz, bei denen man beispielsweise die Flüssigkeiten, die da miteinander reagieren, nachschütten kann, also auch dauerhaft nachschütten kann. Und wenn man diese Flüssigkeiten wiederum auf Lager hat, ja, dann könnte man dieses Notstromaggregat auch relativ lange laufen lassen. Auch mit einer entsprechenden Stromabgabe, die dann benötigt wird. Aber auch diese Flüssigkeiten, die dann miteinander reagieren in dieser Redox-Flow-Batterie, sind ja endlich und nicht dauerhaft irgendwie vor Ort gelagert. Also ist das alles eben nicht für so einen dauerhaften Betrieb ausgelegt, sondern immer nur zum Überspielen der Stunden, die bei einem normalen Stromausfall schlimmstenfalls zustande kommen könnten. Der normale Stromausfall, muss man ja auch sagen, ist ja niemals stundenlang, sondern sekundenlang, vielleicht minutenlang und dann meistens auch noch irgendwie nachts, dass wir es gar nicht großartig mitkriegen. Aber eben ja, so in der ernsthaften Katastrophe, wo alles zusammenbricht, wird auch Notstrom im Regelfall bei diesen ganzen größeren Anwendungen überhaupt nicht ausreichen. Im Einfamilienhaus, im Mehrfamilienhaus, naja, muss man halt schauen, dass man den Wasserkocher jetzt nicht unbedingt immer gleichzeitig mit noch einem E-Herd betreibt. Dann reicht im Zweifel PV mit Speicher auch aus, um ganz gut über die Runden zu kommen. Es ist fast alles vom Strom abhängig. Das heißt, wenn der Strom ausfällt, funktionieren fast alle Krankenhausprozesse nicht mehr. Nicht nur die Patienten sind in Gefahr, wir haben natürlich auch die Kühlketten unterbrochen. Wenn wir davon ausgehen, dass Blutkonserven zum Beispiel schon nach wenigen Stunden eigentlich nicht mehr brauchbar sind, wenn sie nicht mehr gekühlt werden. Das Gleiche gilt für Medikamente. Es gibt Medikamente, die ständig gekühlt werden müssen. Das heißt, ein langfristiger Stromausfall bedeutet für ein Krankenhaus einen immensen Schaden. Und für die Patienten natürlich auch eine immense Gefahr. Denn die müssten über weite Strecken in nicht betroffene Krankenhäuser verlegt werden. Selbst mit ausreichend Treibstoff kann mit einem Notstromaggregat nämlich nur ein Notbetrieb aufrechterhalten werden. Den müssen Krankenhäuser wenigstens für 24 Stunden gewährleisten können. Für eine Medikamentenversorgung im Ernstfall gibt es ein Backup. Und das befindet sich im militärischen Sperrgebiet im Harz. Hier verbirgt sich eine von drei Bundeswehrapotheken in Deutschland, geleitet von Oberfeldapotheker Marco Haupt. Die Anlage in Blankenburg hier speziell, das ist das Sicherste, was überhaupt denkbar ist. Wir sind die Rückfallposition, die immer zieht. Wenn Sie uns ausschalten wollen, müssen Sie sich schon mächtig anstrengen. Auf mehr als 33.000 Quadratmetern lagern hier rund 3.000 medizinische Produkte und Arzneimittel, die im Ernstfall verteilt werden können. Grundsätzlich ist unser Grundauftrag natürlich für die Bundeswehr und für die Soldaten. Wenn allerdings die Leitung festlegt, dass wir die zivile Seite mitversorgen, dann kommen wir unserem Auftrag nach. Diese Bundeswehrapotheke ist unter dem Gesichtspunkt kritische Infrastruktur insofern spannend, als dass wir unter allen bekannten Krisenszenarien in der Lage sein werden, weiterhin unseren Dienst zu verrichten und ohne Einschränkung zu arbeiten und unseren Auftrag auszuführen. Also es geht ja in dieser Episode eigentlich um die Energieversorgung. Deswegen bin ich ganz gespannt, was hier vielleicht gleich noch zur Stromversorgung mit in dieser extrem sicheren Bundeswehrapotheke hier kommt.
Aber ja, wir merken halt relativ schnell, wenn Strom ausfällt, dauerhaft ausfällt, flächendeckend ausfällt, dann kommen wir zum kompletten Zusammenbruch unserer Zivilisation. Das ist dann schon so. Aber wie gesagt, das ist mega unwahrscheinlich. Mega unwahrscheinlich. Aber vielleicht kommt da auch gleich nochmal endlich eine Aussage dazu, wie hier die Stromversorgung in diesem Kontext zu sehen wäre. Ob die Bundeswehr wie beim Hochwasser im Ahrtal auch in unserem Szenario ausrücken und der Bevölkerung helfen würde, hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Nur, wie komme ich an Medikamente, wenn Apotheken zu sind, wie an Informationen, wenn Telefone nicht funktionieren? Auch dafür gibt es natürlich Ideen, und zwar sogenannte Katastrophenleuchttürme. Das sind festgelegte Gebäude, die, mit Notstrom ausgestattet, den Menschen in Krisensituationen als Anlaufstellen dienen sollen. Okay, ich glaube, das ist eine gute Stelle, um dann jetzt auch hier diese zweite Folge zum Ende kommen zu lassen. Diese Notfallleuchttürme sind eine interessante Geschichte. An dieser Stelle, seid ihr euch bewusst, was diese Notfallleuchttürme in eurer Umgebung wären? Schreibt das gerne unten in die Kommentare oder auch eure sonstigen Meinungen und Erkenntnisse zu dieser Reportage rund um die Energieversorgung im Katastrophenfall. Alles klar. Dann ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos, wie zum Beispiel die dritte Folge mit dem Rest dieser Reportage, nicht verpasst. Und dann wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.